Die Dekade gegen Krebs wird sich widmen, zum einen einer besseren Prävention und Früherkennung, zum zweiten der Entwicklung von neuen Forschungsstrategien in Fragen, wo wir Lösungen für Patienten gewinnen können, aber gleichzeitig auch Lösungen für die Krebsforschung generieren können. Das dritte Handlungsfeld ist, dass wir uns besser in Deutschland vernetzen, um Krebsforschung und Therapie von Patienten besser zusammenzubringen. Erkenntnisse aus der Forschung kommen immer noch zu langsam beim Patienten an. Das liegt daran, dass Forschung oft getrennt von der Krankenversorgung stattfindet. Was wir machen müssen, ist, wir müssen stärker darauf achten, dass Forscher und Krebsärzte stark zusammenarbeiten, sogar in Teams, aber auch in gemeinsamen Strukturen, in gemeinsamen Netzwerken. Dadurch kommen Ideen aus der Krebsforschung zum Patienten, gleichzeitig aber Fragestellungen wiederum, die man als Arzt im Umgang mit Patienten hat, auch zurück in die Forschung. Es gibt viele, viele Fragen, die in der Krebsforschung noch zu lösen sind. Ich möchte mal vorausschicken, dass wir sehr viel gelernt haben über Krebs in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir haben aber auch gelernt, dass Krebs die komplexeste Krankheit ist, die wir kennen. Als ich Medizin studiert habe, haben wir noch weniger als 100 Krebsformen unterschieden. Heute sind es mehr als 500. Gleichzeitig wissen wir, dass Krebs einer Form in verschiedenen Patienten ganz, ganz unterschiedlich ist und Krebs sich auch während der Behandlung nochmal wieder ändern kann. Das heißt, das ist eine sehr unterschiedliche, heterogene Krankheit und wir müssen deshalb sehr viel personalisierter gegen Krebs vorgehen. Und das gilt sowohl für die Prävention, also zu verhindern, dass Tumoren überhaupt entstehen. Das gilt für die Früherkennung. Wenn ich so früh wie möglich einen Tumor erkenne, dann kann ich ihn mit heute zur Verfügung stehenden Mitteln meist heilen. Und das gilt auch für bessere Therapien bei fortgeschritteneren Stadien, mit denen ich Krebs dann von einer akut tödlichen in eine chronische Krankheit bei gleichzeitig hoher Lebensqualität überführen kann.